Ich bin hier mit dem Cyril und dem Loreno von Schönenwerd. Sie haben jetzt vorhin einen 3-0-Sieg hier eingefahren. Also läuft super. Jetzt werden wir auch noch schauen, wie es neben dem Feld mit euch läuft. Wie gut ihr euch kennt. Wir kennen euch einigermaßen, hast du vorhin gesagt. Werden wir mal schauen. Also, fangen wir an mit der berühmt-berüchtigten Frage. Wer von euch ist der beste Tänzer? Ah, okay, wir sehen hier den Tänzer. Wieso ist er der beste Tänzer? Er ist Italiener und Italiener haben meistens das im Blut. Kann man nicht dagegen halten. Okay. Also, ich finde es heute so wie der Afterparty, ich finde es raus. Heute so wie oder morgen so wie? Ja, beides. Okay. Ich würde aufpassen, wenn Sie nicht ein Trainer das gesehen haben. Wir feiern noch Silber. Ah, okay. Also, ich meine jetzt heute Morgen, aber ja, ist gut. Aha. Aber gut, ja. Oder müssen wir die andere Frage stellen? Ist er einfach schlechter im Ganzen? Musst du mir sagen, nicht ich? Ich habe ihn noch nie gesehen tanzen. Okay. Aber ich habe gesagt, mir ist einfach zu schlafen. Okay. Du kannst eben morgen sehen, ja, in allen Fällen. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Wer von euch ist eher schnell der Fremde? Das habe ich nicht so gerne. Okay. Wieso ist er schnell der Fremde? Ich habe das Gefühl, ich alles gerne und sage nicht schnell, ich habe es nicht gerne. Und probiere es vielleicht mal, aber darum habe ich ihn genommen. Aber es gibt keinen bestimmten Grund. Aber würdest du sagen, du bist eher so ein Gier? Ich sage auch alles, aber ich habe Fähigkeit, darum macht es schon Sinn. Okay. Wer von euch ist der auch ein bisschen verbissener auf dem Feld? Wer ist? Und wer nimmt es aber ein bisschen persönlich? Beide. Das sagen beide selber. So verbissen. Ja, wenn sie läuft, bin ich schnell hässig auf ihr und vielleicht auch mal auf die anderen. Und darum bin ich schon recht verbissen. Aber wenn es läuft, dann geht's. Aber gut, wenn es läuft, dann ist es immer gut. Oder? Und bei dir? Wieso? Wie ist es bei dir? Funktioniert es nur, wenn ich verbissen bin. Ja. 100% drin sind, sonst funktioniert es nicht gut. Aber ist es vielleicht auch ein bisschen im Team so, dass der Vertrauen ein bisschen weg? Ja, wir müssen alle gut pushen. Und darum läuft es vielleicht auch so gut. Ja, das ist ja super, oder? Wer ist der von euch beiden manchmal schon ein bisschen der Verblümte? Wer ist der mit dem Kopf manchmal in der Woche, wenn der Trainer etwas erzählt? Ja. Ich bin immer dem gut zuhören. Also, manchmal bin ich noch ein bisschen andere Sachen darüber Gedanken machen. Und darum was hast du das Gefühl? Du. Wer? Nein, ich. Na, du. Ja, jetzt bin ich verblüht. Sind die beiden nicht verblüht? Ja. Ja, manchmal schon. Und wir reden auch schon zusammen drum. Gut. Dann wissen wir wieso, oder? Gut, und dann kommen wir vielleicht mal noch zu der letzten Frage. Wer lässt bei einem richtigen Sieg nicht so raus von euch beiden? Das wäre eine Frage, die vielleicht alle paar Mal aufhören. Was denkt ihr? Ja? Also jetzt ich sehe noch alle Spanks sagen mit der anderen. Ich sehe dich schon hängen zu jubeln wohl. Jubeln schon, aber trinken? Mal schauen. Nein. Okay, gut, wir werden es ja morgen sehen. Ich wünsche euch heute Abend. Merci für den Morgen, es hat Spass gemacht mit euch.